Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 27. Februar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anders als in westlichen Astrologie. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement und hier bewegt sich die Sonne. In indischen Mythologie heißt Suraya. Suraya oder die Sonne in Wassermann. Sonne zeigt immer die Monatsthemen. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Thema ist Luftelement, also Leichtigkeit, aber auch Kommunikation. Luft vermittelt Worten. Luftelement steht auch für Gedanken und Ideenreichtum. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Wasserelement symbolisiert unserem Unbewussten, symbolisiert unserem Gefühlen. Mond hat eine enge Verbindung zum Element Wasser. Erstens herrscht Mond über die Tierkreiszeichen Krebs, gehört auch zum Wasserelement. Aber das können wir in Natur auch beobachten. Durch die Mondenergie bewegt sich ganzes Meeren. Das ist Ebbe und Flut. Und die Mondkraft löst das aus. Also hat ein großer Einfluss auf Wasser, ein großer Einfluss auf unsere Gefühlen. Mond oder Soma sind verschiedene Namen für Mond. Eine ist Soma. Soma befindet sich in Skorpion, aktiviert Gefühlen und hier bei Skorpion-Energie gehen wir in die Tiefe. Und welches Gefühl ist ganz tief in uns? Das ist die Angst. Und jetzt ist gerade die Zeit von Angst befreien. Agni ist der Feuergott in indischen Mythologie und steht in enge Verbindung zum Mars. Mars ist im Widder. Ich setze Agni, was Mars symbolisiert, in Tierkreiszeichen Widder. Mars kann sich sehr gut entfalten im Widder, weil Mars ist zu Hause, herrscht über die Tierkreiszeichen Widder. Und das gibt uns Kraft und Mut, uns behaupten gerade. Und für männliche Personen bedeutet das ein Neuanfang. Viele Männer stehen gerade vor einem Neuanfang oder sind gerade mittendrin. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. In Sanskrit heißt Merkur Buddha, aber wird mit ein D geschrieben. In meinem Bild ist eine andere Schriftweise und das bedeutet schon Erleuchtung. Aber ich nehme diese Karte zum Merkur. Merkur ist in Fischen. Auch Wasserelement aktiviert Gefühlen. Bei Merkur-Energie handelt es um Kinder und Jugend. Aber bedeutet Merkur auch Kommunikation.
Unsere Seele spricht zu uns, vielleicht durch Traumbilder, oder es ist wichtig, über Gefühle zu sprechen. Indra steht mit Jupiter in Verbindung und Indra befindet sich auch in den Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter oder Indra in Skorpion steht heute in einer Konjunktion zum Mond. Ein Mond-Jupiter-Konjunktion in den Tierkreiszeichen Skorpion, und das heißt, sie treffen sich und sie wirken auch gemeinsam. Und Jupiter vergrößert etwas. Wenn das um unsere Gefühle geht, durch diese Jupiter-Energie wird das natürlich viel intensiver. Wir neigen sogar dazu, etwas zu übertreiben. Und dann sollen wir unsere Gefühle in Zaun halten. Bei Jupiter-Energie kann auch bedeuten, dass hier um Gerechtigkeit geht, weil Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück. Aber Jupiter öffnet die Augen auch auf den Ungerechtigkeiten, und das kann hier mit dieser Position auch Angst auslösen, Wut auslösen, weil wir empfinden etwas als ungerecht. Kann natürlich etwas Schönes auch auslösen. Jupiter ist immerhin der große Glücksplanet, und hier im Skorpion die intensiven Gefühle und auch die Sexualität, weil Thema Sexualität steht in Verbindung zum Tierkreiszeichen Skorpion. Venus ist die Planet die Liebe. Nicht nur Liebe vermittelt Venus, sondern alles, was schön und angenehm ist. Schönheit, Kunst, Kreativität, Sinnlichkeit. Und Venus bedeutet auch als weibliche Energie uns Frauen. Mars ist der Mann, Venus ist die Frau. Venus befindet sich im Steinbock. Lakshmi steht in Verbindung zum Venus. Steht auch hier Schönheit, das ist Venus-Energie, Lakshmi im Steinbock. Für uns Frauen bedeutet das, wir haben gerade die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität, aber Steinbock vermittelt noch etwas zusätzlich, Ziele setzen. Und diese Ziele nicht aus den Augen verlieren, sondern geduldig bleiben, und wir sollen gerade Ausdauer zeigen, egal in welchem Ziel das handelt. Saturn bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Skanda steht in Mythologie in Verbindung zum Saturn. Skanda ist im Schütze. Saturn ist der große Lehrmeister. Was belehrt uns gerade Saturn im Schütze? Dass wir in eine Richtung schauen sollen, und das zeigt uns die Tierkreiszeichen Schütze, weil zeigt die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße, und energetisch symbolisiert das unseren Wünschen. All das, was wir wünschen, sollen wir als Ziel setzen. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten, und wir schauen jetzt die Elemente an. Mars, Saturn ist im Feuerelement. Venus ist im Erdeelement. Sonne ist im Luftelement. Mond, Jupiter, Merkur ist im Wasserelement.
Die Betonung liegt an Wasser, aber wir haben in allen vier Elementen kosmische Einflüsse. Das heißt, es ist ziemlich harmonisch, was die Energie betrifft. Uranus, Neptun und Pluto sind die äußeren Planeten. Uranus ist im Widder. Das bedeutet besonders bei Wiedergeborenen Umbrüche und Veränderungen. Neptun zeigt unseren Träume, unseren Visionen. Das ist die Kreativität, der Planet zum alle Künstler. Neptun befindet sich in Wassermann. Und Wassermann hilft auch, weil diese inspirierende Kraft bringt uns zum großartigen Ideen. Pluto zeigt unserem inneren Stärke, auch wie können wir in Kraft bleiben, wenn wir die Energie transformieren, aber nicht nur die Energie, sondern auch unseren Gefühlen, das ist die Kundalini-Energie. All das, was nach unten zieht, sind Gefühle wie Angst, Schuldgefühl, Eifersucht, Neid, all diesen Gefühlen ist die eine Richtung, was die Energie nach unten zieht und das blockiert. Und die andere Schlangenenergie geht nach oben, das ist die Befreiung, die Wandlung. Das ist natürlich wie Hingabe, Dankbarkeit und Liebe. Und das ist dieser transformierende Prozess und Pluto belehrt uns. Und das heißt loslassen, von Angst loslassen, trennen von diesen negativen Gefühlen. Pluto ist im Schütze. Die heutige Mondhaus ist Jeshta. Mond bewegt sich in Skorpion in Mondhaus Jeshta. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini verkörpert die Morgenröte. Weiblich, wunderschön, sinnlich, jung, unschuldig. Die beiden verlieben sie sich. Und der Mond macht einen Heiratsantrag. Und die zukünftige Schwiegervater sagt dann zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Schwester auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen, alle 27 Geschwister. Die jüngste ist Rohini. In Tierkreis zeichnen Stier. Die älteste ist Jeshta, hier im Skorpion. Die liegen auch gegenüber. Das heißt, Rohini und Jeshta befinden sich genau gegenüber. Die Jüngste und die Älteste. Und die Mond ist gerade bei die Älteste von diesen Frauen. Verkörpert Jeshta aber nicht eine alte Frau. Nein, Jeshta ist weise und bekommt Respekt. Und das, was wir gerade spüren, wie wichtig das ist, auf die Gefühle achten und das nach außen präsentieren, Respekt verlangen von anderen, aber auch Respekt geben für diejenigen, die das verdient haben. Das ist ein Geben und Nehmen. Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann und dieser Mondhaus ist auch sehr wichtig zum Erwähnen. Shatabisha heißt die Mondhaus, wo gerade die Sonne bewegt. Und dieser Shatabisha bedeutet übersetzt 100 Ängste oder 100 Glück. Und tatsächlich in diesem Bereich Tierkreiszeichen Wassermann, wo sich gerade die Sonne bewegt, sind ganz, ganz viele Glückssterne. Und die Glück ist da, aber die Angst blockiert.
Und so vermittelt dieses Mondhaus 100 Ängste, 100 Glück. Wenn du Angst hast, dann blockierst dein Glück. Wenn du deine Angst überwinden kannst, die Glück ist doch da, die Sterne sind über uns. Und jetzt zu Maya-Kalender. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet, haben die wiederkehrenden Zyklen beobachtet und auch die kosmischen Einflüsse beobachtet und sie haben ein sehr präzise Kalendersystem ausgearbeitet und auch danach gelebt. Leider wurde ein Teil durch die Inquisition später dann verbrannt von diesen Schriften. Aber ein Teil ist noch erhalten geblieben und das möchte ich auch pflegen. Heute beginnt eine neue Welle. Eine Welle bedeutet wie Tönen, Frequenzen, Schwingungen. Also heute starten wir eine neue Welle, einen höheren Schwingung. Wir sind jetzt gerade in siebten Welle. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Und diese Zahl 13 ist eine von den heiligen Zahlen der Mayas. 20 auch gehört dazu. Also die Zahl 13 ist eine heilige Zahl. Und 13 Tage lang sind wir in siebten Welle. Beginnt 27. Februar und dauert bis 11. März 2019. Das könnt ihr so vorstellen wie eine 7-Tage-Woche. Hier ist 13 Tage. In diesen 13 Tagen regiert die Wasserelement. Wasserelement regiert diese Welle gerade. Und das sind die Gefühle, die Emotionen, das Unbewusste, auch unsere Träume, unsere Sehnsüchte. Also wir nehmen unseren Gefühlen bewusster wahr oder wir sollen auf unseren Gefühlen achten und gerade in dieser Zeit von Angst befreien. Diese siebte Welle öffnet sich heute mit diesem Kraftfeld und dieses Symbol heißt Kawak. Kawak bedeutet übersetzt Regensturm oder Blitz, Gewitter. Und weil mit diesem Kraftfeld, mit dieser Energie starten wir die neue Welle, diese siebte Welle, natürlich regiert in diesen 13 Tagen auch. Und das bedeutet für uns, das ist die Welle der Reinigung und blitzartigen Transformation. Diese Kraftfeld, diese Kaukak ist die Regensturm, Blitz, Donner, Gewitter. Die Botschaft ist in diesen 13 Tagen, und das starten wir heute mit dieser Energie, Vertrauen auf diese Erneuerungskraft. Wir befinden uns in einem Wandel. Es kommt Sturm, es kommt Blitz, es kommt Donner, aber wir sollen das ohne Angst begrüßen. Das ist die Notwendigkeit in diesem Erneuerungsprozess, weil das ist die Erneuerung und gleichzeitig auch Reinigung. Jetzt kommt dieser Sturm. Und das werden wir sehen. Und wir sollen von diesem Sturm nicht erschrecken. Auch wenn ein Blitz kommt, keine Angst von diesem Gewitter, weil jetzt wird etwas geklärt. Es wird diese Herausforderung da sein, weil das ist jetzt ein Sturm. Aber
wir sollen im Vertrauen bleiben, dass uns dieser Sturm nicht hinwegfegt, sondern begrüßen wir als Veränderung. Wir sollen das so annehmen und befinden wir uns dann in diesen Umbrüchen, in diesen Veränderungen, in diesem großen Wandel. Also hier ist die transformierende Energie gerade, kommt wirklich wie ein Blitz. Die Mondenergie heißt Chikchan, das ist die heutige Tagesmondenergie. Das ist mehr die planetarische Energie und Chikchan ist die Mondenergie. Und Chikchan bedeutet die rote Schlange, die stärkste Urkraft, magische Energie und stärkt unsere Lebensenergie, stärkt unsere Lebenskraft. Heute beginnt diese neue Welle. Und wir beginnen mit Zahl 1. Und die Zahl 1 heißt Einheit, bedeutet auch Neubeginn und neue Entwicklungen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.